Willkommen zurück Leute, hier bei Let's Play Drakengard. Ich habe ja gesagt, ich werde es nachholen. Kapitel 10, Vers Römisch 2. Sobald ihr scheinbar hier drin, in diesem einen Raum, alle Gegner vernichtet habt, bekommt ihr die Nachricht im Herzen des Kreuzes. Damit ist im Prinzip Raum Nummer 1 gemeint, also rennen wir wieder komplett zurück. Natürlich. Ich meine, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Aber sobald wir das erledigt haben... Ups, das geht da lang. Sobald wir das erledigt haben, können wir Kapitel 10, Vers 2. Also normal 2, nicht römisch 2, normal 2 starten. Ist auch ganz schön. Ich habe übrigens noch nicht die Waffen komplett aufgepowert, aber... Ihr wisst ja, dass ich solche Waffen hier liebe. Es funktioniert halt. Es vernichtet die Gegner und ich mag das. Hat sehr schön geholfen hier immer. Aber gut, jetzt kann ich im Prinzip komplett wieder an allem vorbeirennen. Das kennen wir ja jetzt mittlerweile schon. Ist ja nichts Neues mehr. Traurig eigentlich. Aber nur zum Teil. Hier längs, da längs. Ich sollte vielleicht dabei auch aufpassen, wo ich hinlaufe, sonst wird das nichts heute. Ja, aber das geht schon. Wird schon schief gehen. Also ich kann sagen, wir nähern uns wirklich mit großen Schritten dem Ende dieses Projektes. Und ich habe nicht mal einen Part hochgeladen, bevor ich es jetzt im Prinzip zu Ende hatte. Also hoffe ich einfach mal, dass es ein angenehm anzusehendes Projekt für euch geworden ist. Ich hatte zumindest meinen Spaß dabei. Ich denke mal, das ist das Wichtigste daran. Denn... ohne Spaß für mich habt ihr da sowieso garantiert keinen Spaß dran. Also, wird schon gut sein. Ach, das ist echt herrlich mit dem Ding. Wenn ich sie töten will, töte ich sie. Verdammt nochmal. Ich weiß ja nicht, was daran so schwer zu verstehen ist, aber... wenn ich das möchte, dann mache ich das. Ja, natürlich mehr Level. Und das, obwohl ich noch nicht mal im Prinzip mich fertig oder komplett auftrainiert habe. Das ist schon beeindruckend. Wir halten dafür Liebeswahn mit Geistergarde. Nun gut, nehmen wir mit. Ja. Ist natürlich immer so die Frage, wen nehme ich denn dafür raus? Wen lasse ich drin? Ja. So, das hier ist natürlich jetzt für uns völlig uninteressant. Das heißt, ich kann hier direkt wieder rausgehen. Da können die Gegner noch so nach mir rumfuchteln. Mit Geisterwahn haben wir im Prinzip dieses Stückchen des Kapitels fertig abgeschlossen. Das heißt, wir können weitermachen mit Arche Utopia. Es gilt, die Seestreitkräfte auszulöschen, die Meeresfestung bewachen und in ihr Inneres vorzudringen. Huh. Okay. Ich weiß nicht, ob man das theoretisch irgendwie freischalten müsste und wir haben es einfach beim ersten Mal gut genug gemacht, aber... dann machen wir das mal. Keim und der Drache konnten die Barriere der Festung nicht schnell genug überwinden und sind weiteren imperialen Seestreitkräfte eingetragen. Ah. Ah. Also wenn man zu langsam ist, passiert das. Wenn man schnell genug ist, wie ich das dann wohl gewesen bin, dann passiert das andere. Cool, cool, cool. Habe ich nichts gegen. Ist geschichtlich sehr gut
Was heißt geschichtlich sehr gut eingebaut, aber es ist verständlich, warum. Und solange ich ein Wieso, Weshalb, Warum habe, ist das schon völlig in Ordnung. Okay, ich sollte aufhören, mich treffen zu lassen. Das mag die ersten paar Male witzig erscheinen, danach wird es ein bisschen uninteressanter, wenn ich mich mal treffen lasse. Also Schiffe versenken ist definitiv im Gegensatz zu so Sachen wie der falschen Fourier definitiv einfacher. Au, 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 au. Ich sehe auch so vieles. Und was soll man schon dagegen tun? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich gar nichts. Eieieiei. So viele Kampfschiffe auf einmal. Oh, jetzt kommen wir sogar mit Flugschiffen hier mal wieder an. Das ist ja interessant. Dass wir auf einmal wieder mal mit Flugschiffen kämpfen können. Flugschiffe kann ich nicht leiden. Bin ich ganz ehrlich. Weil man meiner Meinung nach die Kanonen, die man treffen muss, ein bisschen echt schlecht sieht. Und das mag ich nicht. Ich meine, ich kann drauf schießen, es passiert nichts. Ich muss nämlich genau diese Stelle dort drüben treffen. Und das kann man zwar ganz gut mit den im Prinzip ja Zielsuchangriff, aber ich mag die Idee davon nicht. Ich meine, bei den Schiffen sehe ich halt genau, ich treffe das, das und das und dann bin ich fertig damit. Und wenn ich episch über das Wasser gleiten will, dann leite ich episch über das Wasser scheinbar. Aber in den Luftschiffen ist das immer wirklich so eine Sache, meiner Meinung nach. Das mag ich einfach nicht. Ist mir in dem Fall halt zu random. So herzlos ist Keim jetzt auch nicht. So, jetzt kommen wir natürlich in der Festung an und sie müsste auf jeden Fall weg sein. Wenn man mal bedenkt, dass sie schon weg war in dem Fall, dass wir rechtzeitig da drin sind. Dann müsste sie ja jetzt erst recht weg sein. Eigentlich. Wow. Goddess's presence grows faint. Hurry, Kaim! It is just the same as the fortress in the sky. Ach. Strange. I sense no humans here. Na, kein Feind weit und breit, in der Tat. A foolish thing is enough to board an ark when you know not. Erreichst du die Götter nicht rechtzeitig, wird die Welt auf immer in die Finsternis gerissen. Die Aura der Göttin wird immer schwächer, schnell. Ja, wir sind dabei. Eine Schatzkiste ist erschienen, ja. Die Schatzkiste erscheint da drüben und da müssen wir jetzt wieder hin. Nebenbei bemerkt, gibt es hier wieder zwei Waffen. Allerdings muss ich erst diese Waffe hier bekommen, das Level beenden und dann nochmal spielen. Dann können wir erst die andere Waffe mitnehmen. Bisschen gemein, aber hey. Was die sich dann wohl dabei denken. Was macht der da? Muss er sich unbedingt eine neue Waffe besorgen? Gut.
Gib es mir, ich muss zurück, ich habe nicht so viel Zeit. Jawohl. Wenn ich jetzt auf Ebene 2 nichts Neues machen muss, dann sollte es eigentlich noch funktionieren. Hoffe ich doch mal. Ansonsten könnte es ein bisschen eng werden. Ziemlich eng. Es sei denn, ich kriege hier neue Zeit, wenn ich hier oben hingehe. Nein, tue ich nicht. Da ist zwar eine Schatztruhe, aber... Soweit ich weiß, ist das nicht die Waffe, die wir haben wollen. Und viel mehr Zeit habe ich jetzt eh nicht. Von daher machen wir es einfach gleich nochmal neu. Wo ist sie nur? Ja. Yeah. Das ist aber das einfachste Level im gesamten Spiel, abgesehen von den ganzen Ereignissachen, wo man im Prinzip nur mit Leuten redet. Wenn man denn so möchte. Gift-Heap mit Phantomaugen. 85% vollständig. Ich glaube, mit Sudikum bin ich auch fertig, aber dann packen wir wieder den Eisenbastard raus. Ich krieg halt jetzt so viele Waffen, dass ich gucken muss, dass ich alles trainiert habe, trainiere, wie auch immer. Keim wandelt auf der Suche nach Furiae durch die verlassene Festung. Im inneren Sanktuarium angekommen, wird klar, dass die Göttin nicht mehr hier ist und Lennart gerät in Verzweiflung. Verzweifelt doch nicht, Lennart. So, mal kurz gucken. Ja, toll. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal in Waffen gucken, aber so kann ich ja schlecht danach gucken. Yeah. Na gut. Ah, und diesmal ist kein Portal da. Ah. The goddess is gone. Are we too late? Naja, anscheinend, dafür, dass kein Teleportal mehr ist. Oh, by the gods. I can see it. The seeds of resurrection are already on the earth. The goddess, she... I understand. You must see for yourself. It seems we must go to the very ends of hell itself. To the Sky Fortress. Yay, jetzt geht's einfach zur Himmelsfestung, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Okay. Ich finde ihn nur gut. Okay. Nichts zu tun hier. Auf zur Himmelsfestung. Whoop-de-doo. Dann kommen wir also theoretisch wieder von Kapitel 10 auf Kapitel 7. Ha. Konsequenzen. Aber nein, wir müssen nochmal das Kapitel Windstille machen. Ich glaube, das könnte auch die Truhe gewesen sein, aber... Wenn man beide haben will, wird es so zeitlich nicht reichen. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich viel Spielraum da drin. Wie ihr unter Umständen auch gemerkt habt. So, welche Waffe habe ich? Habe ich noch eine Waffe fertig? Ja, Sudegrim. Okay. Und sobald ich Sudegrim ausgetauscht habe... Müsste ich so eigentlich wieder trainieren, aber naja. Ach, pff. Ist doch nicht närrisch, deswegen nicht da an Bord zu gehen und so. Tja, dann fehlt nur noch, glaube ich, Kapitel 11. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Kapitel 12? Könnte sogar noch sein.
Look further within. Also maximal dann Kapitel 11 und 12 und dann sind wir auch schon wieder fertig. Und wenn sie so relativ kurz sind wie die hier, dann werden wir da wohl keine Probleme mit haben. Dann sollten wir das Spiel durchkriegen. Aber hatten wir jemals Zweifel daran, dass wir das Spiel durchkriegen? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Okay. Where is the goddess? Wir wissen es nicht. Aber für unseren Sieg hier bekommen wir den Witwentod. Ja, weitere Lanzen. Ja gut, Hellebarden. Wollen wir mal bei der richtigen Terminologie bleiben. Eine helle Barte. Aber, ist nicht so mein Fall. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Und damit geht's jetzt auf zu Kapitel 11. Abschiede mit Labyrinth. Oh nein. Labyrinth finde ich nicht gut. Labyrinth finde ich furchtbar. Das ist also jetzt so gesehen das, was passiert, wenn man zur Himmelsfestung teleportiert wird, nehme ich an. Irgendwie so. Keim erreicht das innere Sanktuarium der Meeresfestung, muss aber erkennen, dass Furiae bereits in die Himmelsfestung gebracht wurde. Er rügt Lennart, der den Mut sinken lässt, und teleportiert sich in die Himmelsfestung. Dort muss er die Göttin finden. In der Tat. Das muss er wohl. Im Inneren der Himmelsfestung. Yay! Aber warum Labyrinth? Ich meine, die Meeresfestung war jetzt auch kein Labyrinth und die sind identisch aufgebaut, eigentlich. Kaim, I have been flown to a different place. Let us both search for the goddess. Ja, such du mal nach der Göttin. Ich hab zu tun. Ich meine, das ist ein Gegner. Natürlich haben wir hier rote Gegner immer mal wieder, deswegen kann ich im Prinzip die Magie von dem Stab hier nicht nutzen, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber okay, Denn hier ist es jetzt im Prinzip, wir müssen einen bestimmten Weg folgen, nur um einen Truhe zu spawnen. Und dann machen wir das mal. Ist eigentlich total schwachsinnig, dass man hier wieder so versteckt einen Schatz hat, aber gut. Ich meine, was soll ich machen? Aber es ist schön, dass die Himmelsfestung also scheinbar noch mehr Gänge hat, als die, die wir kennen. Das finde ich eigentlich gar nicht mal verkehrt. Ich meine, wenn man mal bedenkt, dass es eine Festung ist, dann ist es gar nicht so sinnfrei, dass es hier im Prinzip halt mehr gibt. Die Gegner kenne ich. Ich meine, die haben wir noch nicht einmal gesehen. Bis hier halt, ne? Dass ich von dem getroffen werde, ist irgendwie klar. Ich meine, ein Energieball ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Nur ein bisschen.
Muss hier dran vorbei. So. Ich hoffe, ich mache das jetzt gerade richtig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher hier mit dem ganzen Labyrinth-Gedöns. Ich meine, ich müsste jetzt... Ich müsste jetzt hier rein. Jetzt hat sich die Kamera gedreht, aber... Ja, nein, ich kann hier rein. Ich meine, ich müsste hier rein. Und dann müssen jetzt gleich Gegner spawnen. Und zwar in dem anderen Raum. Ich hoffe mal, ich habe es richtig gemacht. Ja, in der Tat. Ihr habt gesehen, der Raum war ursprünglich leer, jetzt sind hier halt Gegner drin. Wenn wir sie besiegen, erscheint eine Schatztruhe. Jawohl. Sehr schön. What the? Ich hab mir den... Och du Heiliger. Der Gang ist aber ziemlich voll mit Gegnern, ha? If the seals are broken, it shall be the end. The end. The end. This is the end of the world as we know it. Du, 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 du. So um den Dreh? Scheinbar. Yeah. Okay. Ich weiß nicht, was dieser Raum dazu suchen hat. Und scheinbar ist das ganze Gebiet ein bisschen größer. Also werde ich hier einen kleinen Cut einlegen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns weiter durch dieses Labyrinth kämpfen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.